Oh, wir sind schon wieder da. Und leider noch, immer noch nicht gerufen worden. Bisschen komisch ist, ne? Eben ja, ging die ganze Zeit sehr zack, zack, schnell. Zack. Aber jetzt hat es sogar eine ganze Hat sich's ausgeholfen, so ein bisschen. Irritiert dich der wehende Maskenumhang beim Spiel? Nee, der motiviert mich. Das ist aber vielleicht ganz gut für PvP. Weil das wirklich, ich habe das Gefühl, das ist einfach nur irgendwie so ein wuseldes Ding, wo man relativ unpräzise sehen kann, was ist das Schwert oder was ist einfach nur der stinkende Saum. Ah, der hat Dark Souls 2 gespielt. Hat da richtig schön gesäubert hier für die Neuankömmlinge. Ne? Klasse. Kriegst gleich eine Armbrust in den Hintern. Er hat's nicht gesehen. Stay down. Aha. Ein forscher Jäger. Wird er doch nicht wegen dieser kümmerlichen Seelen da den Mann machen. Wo ist er denn? Oder hat er was anderes vor? Ist er noch... Kämpft er gegen das Phantom? Nee. Was macht er denn? Da gibt's doch nichts. Ich könnte ihm mal helfen. Ja, da muss er natürlich auch die offiziellen Sprechcodes drauf haben. Hier! Und das herzeigen. Günther. Ja. Jetzt dreimal klatscht und hinterher feucht platscht. Das ist ein Fänger. Klasse, gut gerollt. Jetzt ist er gerade mutiert. Nein, jetzt lächle. Ich liebe die Programmierung. Face-Sitting. Reicht das schon für zwei? Nee, ne? Wie viel haben wir gekriegt? Ich glaube, über, lass mich nicht erinnern, die Kiste zu nehmen. Ich habe dich nicht verändert, die Maske. Sorry, ich habe mich verinnert. So, letztes Mal. Ich glaube, das reicht noch nicht. Wir müssen über 60 haben, ne? Wir haben leider auch nichts mehr zum Verkaufen. Nee, das ist das Ding. Ganz so gute Zeug. Also erstmal aufräumen, das nervt mich tierisch hier. Ja. Ich bin mal gespannt, ob die es irgendwann mal schaffen, dem so ein Gefühl von Schwere zu geben. Weißt du? Dass man echt so denkt, es sind nicht einfach nur Luftpuppen, sondern es ist... Das sind einfach richtig... faltige Mönche. So, jetzt aber. Letzter Gundir und dann Bossi. Hallo. I'm sorry. Was? Was ist das denn gemacht?
Sah aus, als ob der da durchgeschossen ist. Ja, so einen geilen High Jump. Das ist Zeug immer von Vertrauen. Ich hab hier das ganz schön Lag. Kann das sein, dass ich in Japan auf dem Server bin? Ich hab ihn gebackt. Ich hab ihn geparried. Und auf den Backstep war er, hat den Schaden gekriegt, aber hat hier bei uns in der Animation schon längst wieder angegriffen. Ja, außer der zahlt pünktlich gleich. Oh nein! Achso, ich wollte ihn. Ich wollte super cool sein. Warst du im Prinzip auch? Kann es sein, dass man die. Kann man die Thrusts. Kann man die auch parryen? Ich weiß es nicht, ich werde es nicht probieren. Ich habe ihn zweimal geparried. Ja, das war gut. Ich gewöhne mich nur langsam nochmal. Du bist mit einer unglaublichen. Wollen wir die Seelen vielleicht halt? Nee, die sind doch noch da. Die verlierst du nicht. Ach ja. Und die Blut auch nicht. Das ist das Schöne. Das ist quasi der. Der eine, den man dann sozusagen gut hat. Toll, jetzt machst du gleich den Boss am ersten Versuch. Und ich sitze hier die ganze Zeit, mach die ganze Zeit die Arbeit und du staubst ab. Das ist die Story of my life. Wie viele Leute ich schon nach vorne gebracht habe. Ja. Und selber. Ja, ich ruf dich dann an nach der Aftershow-Party. Jedes Mal, weißt du, ich nehme dir jetzt alles klar, danke für die Zeit. Jemals die Story von der Joyce-Party erzählt, auf der Simon und Budi waren? Und Arno. Also von dem Sender Joyce. Sender. Ja. Folgendes. Du weißt ja, Nils und ich haben ja mal die Webshow von Big Brother gemacht. Ne? Mhm. Und da waren wir dafür waren wir ja in Berlin. Und zum gleichen Zeitpunkt waren Simon und Budi auch in Berlin und Arno auch, weil die eingeladen waren auf dieser Joyce-Party. Also eine Party von Joyce. Und das muss wohl eine ziemlich coole Party gewesen sein, große Party. Nils und ich mussten ja immer erst abends anfangen zu arbeiten, hätten also am nächsten Tag wunderschön auspennen können. Dann haben wir gesagt, ja, wir sind auch in Berlin, haben ein Auto, wir müssen spät raus erst. Ja, lass mal, sag mal, wo die ist. Dann ruft wirklich Budi an und von der Party hörst du im Hintergrund, wo ich so so, ey, sorry, hier ist voll. Mir so, Moment, wie hier ist voll? Ja, hier passt keiner mehr rein. Wie das bei Joyce ist eine Party und ihr wollt uns erzählen, zwei Menschen mehr gehen da nicht mehr rein. Steht ihr da alle wie, weiß ich nicht, wie Vieh zusammen oder was? Ja, nee, die haben, also das ist halt hier so, die haben gemeint, irgendwie ist es jetzt ist es zu voll. Weißt du, was wir gemacht haben? Ihr seid hingefahren und habt geguckt. Nein, wir haben zu Hause im Hotel Civilization gespielt. So, jetzt kommst du. Das war Brudermord. Und dann hieß es, das war echt eine geile Party. Und Arno dann so, wieso seid ihr nicht noch gekommen? Das sind dann die besten Sprüche. Ja, weil angeblich voll war. Ja, das ist schon... War eine Ansage, ja, ne? Ja, aber immerhin hat er es gesagt. Er hätte ja auch einfach so tun können, dass er aber nicht erreichbar ist. Und dann sagt man erst 3 Uhr so, ach, sorry, ich habe es gerade jetzt erst gelesen. Schäbigste. Wir hauen jetzt aber auch alle ab. Nee, das war das Schäbigste, was ich wirklich seit... Naja, gut. Leben auf der Überholspur. Und ein anderer Parry. Die anderen können trotzdem auf ihn draufhauen, finde ich auch geil. Das könnte irgendwie Plus sein, wenn der Mitspieler nimmt. Das ist ja wirklich ein ganz hervorragender Kampf zum Ember sammeln und aufleveln hier. Muss man wirklich sagen. Champion, lass dich nicht. Trägerdeckel. Och! Ja. In der Theorie ist es ein schöner Kampf. Aber wenn der. Das ist halt. Dass es immer irgendwelche Träger der Glut gibt, die einfach. Zu gierig sind. Zu gierig sind. Und allen in die Parade fahren. Ich weiß, was. Ja, das ist. Ja. Guck dir mal meine Körperhaltung an. Was, in einer anderen Dimension bin ich ein Hula-Hoop-Reifen geworden. Guck dir das doch mal an. Wie sieht denn das aus? Ich muss mal wieder zum Friseur. Das ist eine Sichel. Ja, du musst wirklich zum Friseur. Weißt du, wie du ein bisschen aussiehst?
wie der Mann im Mond. Nein, wie der Mann von Nicole Kidman. Wer ist denn der Mann? Das ist der Sänger von dieser Band. Les Humphrey Singers. Hat die einen jüngeren Mann? Gilt er als attraktiv? Als Role Model? Für die, ja, also, wenn das ein Sänger ist von einer bekannten Band, dann kann... Keith Urban? Heißt der so? Ich guck mal. Ich hab keine Ahnung. Ey, wir müssen wirklich langsam auch mal den Boss machen. Ja, komm, den jetzt, den letzten noch. Wir können auch einen anderen Boss. Das ist Keith Urban, ich glaube. Guck mal, guck dir das mal an, was hier für einen geilen Tango. Guck mal, guck dir das mal an, er wirbelte wild rum. Ich fühle mich gerade wie Roland in Wolfsmond im fünften. Ja Gott, der gilt doch allgemein hin, gilt er doch als einer der... Ich zeig das mal kurz in die Kamera, dass die Leute... Aber ich glaube, da könnte schlimmer sein. Also jetzt mal nur so ein bisschen vom Style her, wo ist denn hier eine Kamera? Also wenn du dich selber als Hula-Hoop-Reifen bezeichnest und mich als Keith Urban Lookalike, naja, das finde ich, sorgt von Ehrlichkeit. Was? Yeah. Warte mal, ich muss noch ein bisschen am Bart feilen und ich sollte mir mal die blauen Kontaktlinsen wieder einsetzen. Oder? Aber stimmt, ja, das ist halt so wie Rocker halt, ne? Das ist auf jeden Fall der gleiche, dieser Glamrock-Look halt. Das, Gary Glitter. Ja, du kannst mit mir Rock'n'Roll, ich bin ein krasser Typ und so, aber trotzdem hygienisch. Hygienisch einwandfrei. Sauber. Hygiene ist mir wichtig. Also. Ich lass mich gehen im Bett, aber nicht sonst im Leben. Das ist so die Message. Ich auch ja, gut, im Bett mag ich es ein bisschen. Genau, im Bett kann es ruhig räudig werden. Aber ansonsten mag ich, wenn die Gardinen gebügelt sind. Ja, ja. Ist aber auch gut. Besser so als andersrum, ne? Ja, genau. Das ist schmutzige Gardinen und sauberer Sex passt überhaupt nicht zusammen. Ah! Ja, andere Leute hätten auch zweihändig gewechselt. Hab ich doch! Bist du sogar auf zwei Händen? Ja, sicher! Wow, du bist ein krasser Typ, ey. Ich nehme alles zurück. Und da rollt er sich durch die I-Frames. Ah, oh, das ist halt bei mir. Warum heilst du mich denn nicht, bitteschön? Ja, weil ich dumm bin! Weil ich nicht drauf gedacht habe! Das war echt dumm. Das war dumm. Also. Das war echt dumm, ich geb zu. Ich habe überhaupt nicht auf meine Health Bar geachtet. Nee, warum auch? Das ist ja völlig vernachlässigbar bei Souls-Spielen. Ja, das ist das, weißt du, du denkst ja bei Koop-Spielen manchmal, dass... Koop-Spielen? Weißt du nicht Koop-Spielen? Bei Koop-Spielen. Ich sag mal bei Koop-Spielen. Ja. Gibt's eigentlich Koop noch? Nee, ne? Ja, Thousand Sanctuary, hallo? Nein, Koop, die Supermarktkette oder Drogeriekoppe. Koop, kennst du das? Koop, ja. Koop. Stimmt, die gab's mal. Die gibt's nicht mehr. Nee, ne? Du, die gibt's schon lange nicht mehr. So. Damals. Aber ich weiß nicht, ob die gut war. Ja, es war sowas wie Butni und. Ja, ne? So DM. Ja. Ein bisschen schmuddeliger. Ja, gut. Also diese Läden, wo du als Kind, als Jugendliche nie reingehst. Was willst du da? Ja, Kondome kaufst du heimlich nachts am Automaten, da radelst du nochmal raus. Du hast als Jugendlicher schon Kondome gebraucht? Ey, das war die schlimmste Zeit. Wir wurden ja damals nicht um Milchgeld erpresst. Ne? Ah! Lass mich jetzt hier rein, ich will jetzt endlich den letzten Boss. Ich bin eigentlich nicht überkommen. Der hat mich jetzt schon wieder, ehrlich gesagt. Ich dachte, wir machen das jetzt schnell und dann lege ich jetzt den letzten Boss schnell und dann ist Feierabend für uns beide. Einmal auf die Viereck-Taste drücken müssen, hätte uns original... Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Ich habe es gesehen. Guck mal, das ist der gleiche Typ, der hat eben schon geholfen. Ja, Captain. Ah, ist das der gleiche? Ja, das ist aber ein NPC hier, Captain Schwertmeister. Ach so. Aber er hier, dann Minos. Guck mal, jetzt konnte man direkt rein. Ach so, der ist auch schon mal gestorben bei dir. Ja, das ist gerade. Ich heil mich. Ja, dann erstmal. Diese Metzger-Geräusche. Du hörst die ganze Zeit nur wie Klinge auf Fleisch drin. Och, ich frage, nö. Das ging doch eben so flott und gut und jetzt weder flott noch gut.
Hey, also einmal noch, da habe ich keinen Bock mehr, scheiße ich auf das Level. Das meine ich, du begibst dein Schicksal ja, in fremde Hände. Das ist aber jetzt auch, das ist auch sehr erbärmlich, muss man einfach sagen. Das, da hat jetzt auch, ja. Wer schon ein NPC summoned, um im Koop-Kampf Hilfe zu holen, der ist nah an der Verzweiflung gebaut. Machst du eigentlich nicht. Der NPC hat ja auch nichts davon. Der kann nur als Ablenkungsfleisch dienen. Also natürlich, wenn man alleine spielt, ist es in Ordnung, aber diese Kombination aus. Ja, meistens bringt es nicht viel, weil der Boss hat ja dann auch mehr Energie und. Eben. Und dann ist der NPC weg und dann ist scheiße. Neutralisiert sich, ja. Und dann ist der NPC weg und dann ist er trotzdem. Klingelt bei dir und sagt, hey, was war da los? Dann sagst du, hey, das war niemand anders, der so aussah wie ich und meinen Namen trägt. Ich hab fast die gleiche Dummheit gemacht wie du. Mhm. Da sieht man, ich bin 1% schlauer. Verdammt. Intelligence Ratio. Was ist, soll ich jetzt, wenn du deinen Verlauf checkst, soll ich jetzt das Publikum unterhalten oder wie? Ich weiß, dass ich das nicht kann. Hä? Morgen, ne? Hm. Wenn für euch gestern war. Nee. Was? Kino bald, ne? Film, ne? Was versuchst du zu sagen? Vorstellung, du auch? PV? Von? Geiler Film? Morgen? Ah, ist schön hell. Oh, mach's lieber dunkel. Oh, und bleib lieber im Hellen. Weißt du schon, welchen Film? Bleib lieber im Hellen? Ja, das ist eine Kurzfassung des Drehbuchs. Lights Out? Morgen? Ja. Wie viel Uhr? 10. Kann ich nicht. Hm. Ist aber auch kein Film für 10 Uhr morgens. Ja gut, aber es ist ein Film, den guckst du im erlauchten Kreis, damit nicht viele Leute quatschen. Da habe ich es ja auch nicht. Du gehst hin, oder wie? Ja. Ja, ich denke. Leider nicht. Ich muss morgen ein Auto kaufen. Oh. Ja, was wird's denn? Ne, weiß ich noch nicht, aber ich gehe zu diesem Deutschen Bahn Autohaus. Die verkaufen die liegen gebliebenen Autos. Die Deutsche Bahn hat einen riesen Carpool, den sie alle 2 Jahre austauschen irgendwie, weil man hat's halt. Und dann verkaufen die halt so Ein- und Zweijahreswagen oder auf jeden Fall sehr gut erhaltene Gebrauchtwagen und für guten Preis, sag ich mal. Und das ist morgen wieder dieser Tag. Sie haben ganz normale Autohäuser, kannst du jeden Tag hin. Aber morgen ist der einzige Tag, wo ich auch mal Zeit hätte. Das ist ein bisschen weiter weg von Hamburg. Das hätte man schon eine Stunde oder so. Und deshalb würde ich dann das machen, weil mein Auto, was ich gekauft habe für 800 Euro vom Jochen, ist ja kaputt gegangen. Das war ja leider ein kurzes Vergnügen. Ja gut, für 800 Euro, was willst du auch erwarten? Ne? Ja, aber es ist echt Pech gewesen. Es hat sich so ein Teil abgelöst, was komplett die Maschine kaputt gemacht hat und dann hat sich halt nicht mehr die Reparatur nicht mehr gelöst. Aber der Typ, der das jetzt übernommen hat, der hat mir sogar noch 500 Euro gegeben, so dass ich am Ende noch 300 Euro zahle. Aber der wird das Ding wahrscheinlich für 15 Euro reparieren und dann für 4000 Euro verkaufen. So läuft es doch auf dem Automarkt. Kannst du mir doch nichts vormachen. Ich weiß doch, kannst du jetzt mal da reingehen, wie viele Leute brauchst du denn für den Scheiß, Spacko? Schlag ihn. Nee. Was soll das denn jetzt? Was sollte das denn jetzt? Also du lässt dich komplett überraschen, sozusagen. Oder haben die nur bestimmte Marken? Die Polen, haben nicht oder? So viele Marken, also so. Ich will jetzt aber keine Werbung für irgendein Auto machen, deshalb sage ich nicht. Wir haben schon noch Werbung für die Bahn gemacht. Ja, aber da haben wir investiert, hast ja meinen Tweet gelesen. Warte. Hier passiert ja eh gerade nicht allzu viel. Was, wer schreibt denn hier das? Ist er drin? Alleine? Mhm. Oh, jetzt erwartet er von dir natürlich auch, dass du nicht stirbst. So ist diesen Tweet. Was ist das eigentlich für eine geile Generation Laser-Kampfsystem? Ist das echt? Das ist echt geil, ne? Oh, du schreibst aber auch viel an so einem Tag, ne? Schuhe. 4-5 Tweets, normal. Ach, guck dir das an. Die investieren in uns. Ne, ihr investiert.
Was? Ich verstehe nichts. Ja, dann liest es doch mal richtig. Ja, wir haben Vater, aber was heißt das? Da ist Werbeplakate. Was? Lies doch einfach mal den ganzen Tweet, vorlesen? Dann raffst du ihn auch. So, pass auf, ich habe ihn doch komplett gelesen. Aber also ein Kampf noch und werden 3 Level übrigens, aber dann kommen wir aus diesem Limbo nicht mehr raus. Ich lese jetzt den Tweet, ja. Und da in der Zeit hast du schon wieder einen Kampf gemacht. Also, ja, also pass mal auf jetzt. Wir haben in ein großes deutsches Verkehrsunternehmen investiert. Ich sage nicht welches, aber vielleicht fahrt ihr bald alle mit der Bohn. Mit der? Ich muss auch richtig betonen. Mit der Bohn. Mit der Bohn? Ja, das habe ich schon verstanden, aber was heißt das denn, investiert? Das war ja mein. Es ist einfach nur ein Joke. Mit, vielleicht fahrt ihr bald alle mit der Bohnen. Es hätte ja sein können, dass, dass es einen Zug gibt, der Bohnen gesprayt ist. Und das ist dann, ja, ich fahre heute mit der Bohnen. Ist das unfassbar. Warte, ich mal auch so. Ist, warte mal, lass mich überlegen. Ohne Scheiß ist das schlecht. Das nehme ich dir auch nicht ab. Das Besetzung bestätigt. Comedy-Urgestein aus England kommt zurück. Vielleicht guckt ihr bald im Kino die unglaublichen Abenteuer von Mr. Beans. Teil 4. Ja, ja. Oder es war doch so. Ja, es ist so, wie wenn ein Erstklässler sich mit einem Viertklässler prügelt. Beides lame. Also auf jeden Fall ein lamer Kampf, aber der Viertklässler gewinnt trotzdem. Was Ernstes dahinter. Also ja. Was Cooles. Nein. Das ist echt dafür, dass dafür ein Tweet absetzen sich. Das lohnt in deiner Welt. So scheiße, ich gehe jetzt. Ich komm noch mehr. Oder? Nee, komm. 200 reicht doch auch gar nicht. Nee. Doch. Doch, 200 reichen. Guck drei Level, guck ist bestimmt schon 8, 16, 24. Ich sag, wir brauchen 240. Ja, komm, dann mach scheiße, Hund. Das ist echt auch lächerlich. Wir können jetzt noch so einen ganzen Armmal. Ich weiß, irgendwo in Frankreich sitzt jetzt ein verzweifelter 17-Jähriger, der gerade dachte, oh, endlich. Oh, Luis! Ah, so rutscht der Bullis weg! Ich brauch Hilfe beim Mr. Gandir. Keiner kommt! Am besten, ich bräuchte eine mit Claymore. Kommt keiner und hilft mir. Ach, das ist traurig. Alle meine Freunde haben gerade gespielt, die hatten alle eine Hilfe. Nur bei mir kommt keiner. Ich in einer Stunde läuft er da rum im dunklen Acker. Hast du eigentlich früher auch die Asterix-Comics gelesen? Ja. Und die Piraten mit ihrem Sprachfehler, war das nicht das Lustigste, was es gab? Ja, es war schon sehr lustig. Asterix-Comics waren sowieso immer das Lustigste, was es gab. Ich habe alle auf Kassette, okay. Wollte ich sagen. Ich die waren auch gar nicht so schlecht, die Kassetten davon. Ja, stimmt. Aber ich habe tatsächlich auch die ganzen Original-Comics noch. Erstauflage. Echt? So heftig war es mit deiner Liebe? Ja. Ich muss sagen, ich finde persönlich Lucky Luke oftmals einfach besser. Hab ich auch. Hat mir mehr Spaß gemacht. Gell? Ist ja nicht immer, es ist ja nicht immer ein Konkurrenzkampf im Leben. Das ja, aber damals schon. Wenn man Taschengeld hat für A, B oder C. Heute sagt man ja, ich kaufe A bis Z. Na gut, ich also hatte halt Eltern, Monat. Die mich lieben. Insofern. Ofen der ersten Flamme heißt es übrigens in Deutschland. Die haben mir immer Comics gegeben und haben mich dann gemütlich im Auto lesen lassen. Stundenlang, das war toll. Weil sie mich so lieb hatten. Manchmal durfte ich sogar über Nacht im Auto lesen. Immer wenn Papa und Mama ein bisschen was getrunken hatten oder ihre Ruhe hatten, haben wollten. Ich durfte immer mit dem Auto fahren. So, wieso heißt Ofen der ersten Flamme? Come on. Also da kann man doch dann auch nicht sich beschweren, wenn man sagt, wir spielen lieber. Wie heißt es nochmal? Killen? Killen. Heißt, ist Killen denn die offizielle? Ich weiß es nicht, aber es klingt einfach scheiße. Lecker aus dem Backkillen. Ich lese jetzt. Aus dem Backkillen. Backofen. Backkillen. Was redet das? Das wird ein neuer hipper Laden, die Killen. Brennen. Brennofen, Ofen, Trockenkammer, Trockner, Trockenofen. Ja, das ist halt. Aber da sind sie wieder bei Square, ne? Quatsch hier bei From. Mit solchen Sachen. Sind wir denn jetzt, bist du jetzt so ausgestattet, wie du es für richtig hast? Hast du deine Rolle, deinen Rollring? Ja, den habe ich. Keine Fat Roll, ne? Oh, habe ich gar nicht geguckt. Nee. Kommt das schon wieder angesprochen? Also, du hast ja einige Erfolge auch an der Wand gefallen. Siehst du, man muss nämlich erstmal wieder reinkommen, ja, ne? Es ist schon wieder hier. Ja, diese Verzögerungsattacke? Hätte ich ihn. Nee, ne? Das ging ja irgendwie nicht. Ja, da hast du dich einmal hingekriegt, genau. Aber es riecht alles danach. Wie geil ist der Ring, bitte? Sehr gut. Okay, jetzt.
Säbelphase, ne? Ja, ich genau. Alles vergessen, original. Genau, ey. Genau. Aber er hat die Magie noch nicht gecheckt. Jetzt macht er Reggie. Schwein. Ja, das habe ich auch wieder vergessen, dass er den Haufen hat. Ach, come on. Wie viel Energie hat er denn, Alter? Das ist ja noch Phase 1. Leider zu viel. Ne, da sind wir noch gar nicht. Wir sind noch gar nicht in der Todesphase. Ah, schon zu viele verbraucht. So. Denk dann, das macht er erst so eine Area-Geschichte. Okay. Ich versuche mit drauf zu achten. Jetzt, jetzt. Nee. Ach, come on. Mich aber nur halb erwischt. Ne? Ja, ja, das war. Jetzt kommt's von oben. Kann man dem eigentlich komplett wegrollen? Fuck! Ja, es hat er nicht fick genagelt. Warum sagt. Stellst du mir denn noch Fragen im Kampf? Was war die Frage? Achso, die Frage mit dem Wegrollen. Ja, es sah doch gut aus. Ah, oh, das war schön, das hat mir gefallen. Ja, genau! Danke. Habe ich nicht vorhin gesagt? Ich habe ein gutes Gefühl. Ich hatte ihn doch schon. Ja. Ich hatte ihn doch schon, wo ich ihn wollte eigentlich. Du kannst natürlich dein Ding und deinen Stein noch wegpacken, ne? Mit dran. Was kann ich wegpacken? Ah, hast schon. Dass wir jetzt eben den Cestus oder das Ding hast.
Oh nein! Ja, ich glaube, der läuft erst los, wenn du ein paar Meter gegangen bist. Lanze. So schwer irgendwie zu festzustellen, was das für ein wo der trifft. Warum macht er nichts? Ich weiß nicht, wie man dem Scheiß ausweichen soll. Warum sagst du nicht, dass das Ding war? Ich hab's selber nicht gesehen. Nein. Scheiße. Aber das ist nicht... Geil.
Jetzt, Vorsicht! Letzte Chance. Oh, das reicht. Das ist jetzt ganz knapp. Das ist noch nicht drin. Yeah! Auf des Messers Kante genäht. Sehr gut gemacht. Hast du gut gemacht. So soll's sein. Kein Flask mehr. Beide nur noch ein bisschen Futzelei. Also, ich bin. Fänger hat immer, meine Damen und Herren. Hat er gut gemacht? Was ist jetzt los? Komm hier, Abspann gucken, Entscheidungen treffen. Ah, Eddie muss erstmal muss mal runterkommen hier, ne? Er muss erstmal jetzt. Ist auch schön. Ne? Was jetzt hier? Holst du was zu trinken oder? Oh nein. Ich habe mit dem folgenden Programm nichts zu tun. Ich möchte mich ausdrücklich davon distanzieren, freue mich aber umso mehr, dass du natürlich. E-Busters. Kill it in the name of! Sehr gut. Oh, was recht ist, muss recht bleiben. Das können, das war, können wir noch mal bitte zeigen, wie viel Energie noch übrig ist? Weißt du, was ich jetzt mache? Nee, warte mal. Das, kann man das, kann man hier, so, können wir das jetzt den Videoclip speichern? Für alle Ewigkeit. Willst du es noch mal sehen? Ja. Willst du noch mal sehen? Jetzt noch mal sehen. Vor allen Dingen die zwei Rollen direkt vor seiner Fresse. Ja. Ey, das, ich hab ohne den Ring wären wir tot gewesen. Wäre ich tot gewesen. Das war wirklich, das waren die zwei Iframes, die. Ist es noch mal so? Ja, wir haben ja keine Zeitlupe hier. Normalerweise müsste man sowas. Wo haben wir denn das Ding? Das oh. Ey, Media Player, wo ist das denn? Ich wäre, glaube ich, auch ganz schön sauer gewesen, wenn das nicht geklappt hätte. Das ist alles richtig gemacht. Wo ist denn dieser blöde Player? Ist das hier? Ich weiß nicht, was du meinst. Wo man die Videos sich quasi angucken kann. Ist das nicht oben? Ah, meine PlayStation-Videos, ist es das? Ja, aber das gibt's doch auch. Oder kann man das aus dem Spiel heraus? Drück doch mal die Share-Taste. Ja, aber du kannst doch auch aus dem. Der ist da jetzt ja nicht mehr. Oh. So, warte. Das ist schon irgendwo hier. Hier gibt's das, ich habe mir da schon Videos angeguckt, aber doch nicht bei TV und Video. Nein, natürlich nicht. Da gibt's ja nur. Doch, nein, 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 nein. Du weißt, wie man so einen Höhepunkt am Leben hält, auf jeden Fall. Ja, ja. Nein, nicht runterladen. Ach komm, scheißegal, das gucken wir uns ein andermal an. Hier, du kriegst jetzt das Pad, du bist ja noch dran, du bist ja nicht gestorben. Hier ist das Protokoll. Ah, die Aufnahmegalerie, genau. Warum ist die denn nicht in der Hauptleiste bei uns? Das hier? Nee, geh mal zu Videoclips nur. Oder ist das, ich weiß nicht, ob das wie, das, wie die Sortierung. Da. So. Oh, da ist aber. Muss aber richtig spulen jetzt. Sind es immer 15 Minuten, ne? Oder was nimmt der auf? Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie gemacht. Ah. Und das war's. Ja, da ist das. Zurück. Zwei Flakons. Und da kommt noch der Grab. Der hier, jetzt ja. Kommt der Grab, ne? Da bist du perfekt. Später hast du nämlich gerollt jetzt bei dem Mal. Ja, den macht wunderbar. Da das denkt man schon, so Alter, ein Scheiße. Stück Scheiße. Ja. Und das war nämlich übrigens, ich will nicht sagen, die Rüstung. Dass er sich da umdreht und gleich den Grab macht, ist aber auch ein Schweinesau. Ja. Und jetzt, ey. Keine Flasks mehr. Und dann noch den Treffer kassiert. Und roll, und roll. Und ausweichen. Eins. Und es war noch einer. Ein Treffer. Da. Ja. Das war, hast du da geblockt? Oder was hast du, oder war das eine Rolle auf der Stelle? Nee, was war das? Das war eine Rolle. Genau dieser Moment, wo man denkt, jetzt bist du tot, da trifft er dich nicht. Und ich habe nicht genau gesehen, warum. Rational kaum zu erklären. Letztes Flask jetzt. So. Okay, der war klar. Ah! Weil du in der
Tiefbewegung war es, hat er über dich gestochen. Das ist krass. Kann man leider nicht die Perspektive ändern, ne? Nee, leider nicht. Das wäre geil, so wie bei das wär super FIFA geil. Oder so. Das war natürlich ein bisschen Glück, aber umso wie geil. Geiler. Das ist war echt Hammer. Geil. Ich habe unter ihn durchgestochen, wie beim Fechten quasi. Ich habe unten gestochen, der Schlag muss genau. Über mir vorbeigerauscht. Und dann konntest du, hast du zum Glück hast du nicht gerollt, sondern direkt nochmal zugeschlagen. Also ich freue mich darüber nicht, weil es war ja genauso geplant von mir. Ja, ja, jetzt gibt er dir aber nochmal einen mit. Okay, okay. Das ist ja noch in der Zwei-Flakons-Szene. Jetzt. Ja. Oh, dieses Spulen. Das war die Rolle. Jetzt kommt, du schlägst, er sticht über dich. Ja. Und dann war es alles oder nichts. Genau. Entweder es reicht oder ich bin tot. Genau, das war gut, dass du auf den Button gehämmert hast und nicht gerollt bist. Sonst wäre das heikel geworden wahrscheinlich. Das war, ach herrlich, sowas, das ist schön. Das habe ich, der schöne Spießer über den Kopf hinweg. Only in Dark Souls. Ist halt Dark Souls, sag ich immer. Ne? Aber wir können doch jetzt noch natürlich das Spiel beenden, so richtig. Ja, das stimmt. Dazu. Dazu müssten wir hier irgendwo was finden. Da. Come on, baby. Okay, guck dir das mal an. Wirklich leer gesoffen, auf den Knochen kriegst du 34 Trefferpunkte. Ja. Oh, da die Seelen bitte. Das sind immerhin, glaube ich, über. Nee, ach, Quatsch, wir haben die nicht eingesammelt. Das ist nix. Man kann trotzdem nicht dran vorbei. Das muss alles auch aufgeräumt sein. Ja. Ich muss sagen, der große Fortschritt kam durch den Ring. Weil dann war es einfach nur noch ein Timing-Sache. Du musst eigentlich immer nur noch rollen. Das hat es irgendwie viel einfacher gemacht als mit Schild. Weil du bist spätestens nach zwei Schlägen bist du staggered mit dem Schild und dann kriegst du zu viele Schläge ab. Ja, das war doch. Der Ring ist schon gut, auch wenn man natürlich mehr Schaden nimmt, aber wenn man einfach nicht getroffen wird, ist das auch schon gut. Das Ende kenne ich gar nicht. Ich auch nicht. Ähnlich spektakulär wie die anderen offensichtlich. Also ich möchte sogar behaupten, dass das mit Abstand unspektakulärste Ende ist. Aber es ist auch nicht, das ist kein würdiges Ende. Nee, also da fand ich im zweiten Teil das geil, wo er sich auf den Thron setzt. Ja. Weißt du, wo erst diese Giants noch die Brücke Form und er sitzt auf dem Thron und so, das ist ja, also... Aber das war doch jetzt kein Ende. Doch. Nee, ich meine jetzt, das war keine rhetorische Frage, das war keine rhetorische Feststellung. Das war eine Kritik impliziert. Ja, das ist... Das war doch jetzt kein Ende, das war etwas doch scheiße. Frech. Das ist wirklich scheiße. Vor allen Dingen für ein Spiel, wo man so hart kämpft, das auch darauf basiert, dass man Frust und Belohnung so perfektioniert, wo ist hier die Belohnung, ne? Also da war der andere, den ich gesehen habe, schon mehr Belohnung. Hast du auch den mit dem... Nein. Nein. Kannst du dich entscheiden? Nein. Die zweite Reise im aktuellen Schuh? Nein. Ist immer safe. Das Ende, wo sie kommt und dann wird alles dunkel, hattest du das auch? Das, ja, genau. Das war wirklich so ein bisschen creepy. Und man denkt, oh, man kann noch spielen. Okay, was geht jetzt ab? Und dann plötzlich wird man von Dunkelheit umgehen. Das ist ja auch kein großer Spoiler hier. Was kriegt man eigentlich... für eine Waffe jetzt? Ich noch mal ganz kurz. Das ist auch die gute Frage, die man noch beantworten möchte. Weil ich das ja sogar im NG Plus gemacht habe. Ich habe es nicht gemacht. Müsste ja jetzt irgendwas Geiles dafür geben. Oh, diesen Blitz da. Das ist natürlich für alle Leute, die mit Wundern arbeiten. Okay, du kriegst das. Seele der Fürsten. Nee, das ist aber... Doch. Ist das? Sonnenlicht. Sunlight Spear. Geh doch mal in die Waffen bereit. Seele der Fürsten. Feuerbrand Großschild. Ja, das ist es. Aber das könnte doch cool sein. Das ist doch cool. Das ist auch wieder mit das ist eher was für so ein Multimage, ne? Ja, das ist ganz nett. Was können wir das überhaupt tragen? Weil wir haben ja keinen. Nee, können wir nicht. Wo siehst du es denn? Ne, eben, das hatte 10 auf. Wunder und 10 Intelligenz, deswegen. Achso, wir sind ja nicht so schlau. Doch, hier ist es doch, wir können es benutzen.
10, 10, 10 haben wir doch. Ach so. Ja. Sah bei ihm größer aus, ne? Guck mal. Das ist bestimmt so eine geile, geile Special-Attacke. Irgendwas mit Feuer abstrahlen, oder? Und Flame. Scheint dann bei den, wie heißen sie? Watchern. Watchbrüdern? Watchdogs? Wie heißen sie? Abyss Watchers? Ja. Abyss Watchers. I pity the soul. Ich habe ganz wenige NPC-Quests. Quests 3 zum befriedigenden Ende gebracht. Aber wir haben ja was zum befriedigenden Ende gebracht. Du willst Schluss machen, ne? Ja, ich möchte Schluss machen. Ich bin nämlich hungrig und müde. Warte, ich will nur eine Sache will ich noch kurz. Wo sind die Watcher, die Abyss Watcher? Wo war das? Da, welche des Abgrunds. Ganz unten. Ach, du meinst, ja? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dann dürfte er da nicht mehr im Schrein sitzen, wenn das klappt. Das war bei mir irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es getriggert habe. Es ist ja so oft so, dass du die Quests teilweise triggerst und teilweise nicht und nicht immer weißt, warum. Ja. Wieso, weshalb, warum? Also NPC-Dinger, die macht man ja auch immer dann. Also ich zumindest immer mit. Wenn ich sie denn, um alle zu haben, das ist dann was man mit Guide macht, finde ja. ich. Also weil das ist ja auch total lästig, wenn du es einmal verkackst, dann. Aber oft hast du es dann schon verkackt. Also du musst ja wirklich im Laufe des Spiels immer wieder zu jedem Zeitpunkt, da siehst du, hier ist nichts. Immer wieder überprüfen, ob du alles richtig gemacht hast. Nein, hier ist nichts. Okay, das war's mit knallhart durchgenommen. Dark Souls. Es war mir eine Ehre, den letzten Boss gemacht zu haben. Wir sind Stufe 105. Und den letzten. 44 Stunden, 14 Minuten und 44 Stunden und 15 Minuten und wir werden nochmal wiederkommen. Für den Tag der freien Schelle. Oh Gott. Ja, oder? Genau. Ja, doch sicher. Aber klar. Da müssen wir nochmal genau gucken, wann wir das machen, wie wir das organisieren und alles. Ihr könnt aber ja schon mal euren Charakter, wir sind diesmal im Nicht-NG+, also wir sind relativ flexibel, wir gehen immer wahrscheinlich zur PvP-Area. Wir sind Level 105, ne? Also plus, minus, wie war das, 20% oder so? Ich weiß gar nicht, wie es hier ist. Ich weiß es auch nicht, aber ihr seht es ungefähr in dem Bereich. Habt ihr noch Zeit, entweder einen Charakter dahin zu leveln oder ihr habt einen in der Größenordnung. Und ja, und natürlich, wenn ein DLC kommt, werden wir sicherlich auch nochmal die Pläse anschmeißen. Und das soll's gewesen sein. Willst du noch irgendwas sagen? Nein. Schön, es war stressend. Schön, dass du den letzten Boss gelegt hast. Hat Spaß gemacht. Und danke auch an Dennis, auch wenn er jetzt nicht hier sein kann. Aber er hat natürlich den Großteil der Bosse gelegt, einen großen Beitrag auch dazu geleistet. Und aber jeder hatte auch einen Boss dabei, wo man sagt, ne? Jeder hatte einen Boss. Für die Ehrenkerbe konnte sich absolut, jeder absolut, absolut. Also, es ist jeder, du gehst mehr auf die leichteren Bosse. Wie den Nameless King zum Beispiel. Den Nameless King hatte ich ja vor dir schon in die Knie gezwungen. Stimmt, er hatte sich das gemerkt. Da haben wir den Glitch ausgenutzt. Stimmt. Ja. Jeder hat Leistung. Das hat Spaß gemacht. Edmund Denslin will be back. Tschüss. Wenn From Software wieder delivered. Ich muss zum Friseur. Wirklich, du siehst aus wie Keith Urban. Ja, das heißt, es ist so gut.